Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, wir haben ein neues Event bekommen, Freunde. Gestern Abend ist das Neon Knights Event rausgekommen. By the way, Freunde, nochmal vielen, vielen Dank für den geilen Stream. Gestern Abend war richtig nice, hatte richtig Bock gemacht. Den nächsten Stream gibt es auch am Dienstag wieder um 19.30 Uhr, dann wie immer gewohnt. Und genau, Freunde, ja, also das Neon Knights Event ist rausgekommen gestern Abend. Meine erste Meinung dazu ist, ich finde es ganz okay. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde bei dem Event, dass das Retro Stars damit eingebaut wurde. Ich hätte es mehr gefühlt, wenn das Retro Stars ja so ein eigenes großes Event geworden wäre. Na gut, das hat EA damit eingebaut, aber was willst du machen, Freunde? Schreibt jetzt gerne eure Meinung zu dem Event in die Kommentare. Ich werde euch natürlich in diesem Video jetzt wieder verraten, was alles Free-to-Play ist, was ihr Free-to-Play spielen könnt. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen Spieler ihr euch da abholen wollt. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Neon Knights Event, Freunde. Wir starten rein mit dem Hauptkapitel. Man kann hier täglich erstmal Werbung gucken. Das Ganze kann man zweimal machen. Kriegt man jeweils 6 Retro-Punkte. Ihr seht schon, hier bekommt man Retro-Punkte. Ja, also es handelt wohl mehr ums Retro-Sat-Event. Dann kann man hier täglich auch noch viel Skill-Spiele und ein CPU-Spiel machen, wo man auch jeweils immer Neon-Punkte bekommt. Und hier in der Mitte bekommt man einen Intensitätssplitter. Da kommen wir gleich noch hinzu. Dann kann man hier noch ein CPU-Spiel spielen. Das ist für die Liga wichtig. Schließt ihr zum Freischalten die letzte Partie ab, tritt einer Liga bei, um noch mehr Boni zu erhalten. Also, ja, hier steht ja auch, der Liga-Bonus kann nur von Liga-Mitgliedern 5-mal pro Tag abgeholt werden, erhalten werden. Also, das hat auch was mit der Liga zu tun. Finde ich eigentlich ganz nice, dass EA das eingebaut hat. Und ja, dann haben wir hier diese Hauptintensität. Hier kann man dann halt die Splitter einsetzen. Wenn man 3 hat, kann man das einsetzen. Dann kriegt man eine Hauptintensität und dann geht das halt hier hoch. Und umso mehr Intensität man hat, umso bessere Belohnung kann man sich dann hier abholen. Genau, man muss dann sich erstmal das hier holen, erhöht zum Freischalten die Hauptintensität auf 2. Da muss man sich das abholen und dann muss man auf 3. Dann kann man sich das abholen. Man muss ja aber erst das erste holen für 500 FIFA Points und dann kann man sich das nochmal abholen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich das machen, weil hier kriegt man eigentlich schon gute Retro-Punkte. Werde ich nochmal überlegen, Freunde. Genau, dann gibt es hier auch den täglichen Meilenstein. Da könnt ihr euch auch jeweils 5 Retro-Punkte immer abholen, wenn ihr halt alles spielt. Also wenn ihr hier die ganzen Spiele macht. Genau, das sollte klar sein. Das hier ist auch, glaube ich, nicht am Meilenstein. Sette 3 Instanziert wie Line. Das ist eigentlich auch relativ easy erklärt. Das kriegt man noch easy machbar hin. Und hier hinten gibt es die Event-Icon. KK, Freunde. KK sieht natürlich richtig geil aus, aber direkt vorweg, er ist natürlich nicht Free-to-Play. Klar, so ein KK würde man immer gerne spielen, aber der ist wahrscheinlich schon ein bisschen teuer und ja, so viel Geld will ich jetzt auch nicht ausgeben. Genau, das war's eigentlich schon mit dem Hauptkapitel. Dann gehen wir zum Drumpad, Freunde. Hier gibt es auch wieder diesen Drumpad-Intensität. Wenn man das hier erhöht, hat man hier höhere Wahrscheinlichkeit, den Bonus, Tagesbonus zu bekommen. Genau, man kann sich hier auch noch was kaufen, würde ich euch aber nicht empfehlen. Auf jeden Fall, ja, da könnt ihr dann hier immer drücken, kennt ihr alles schon von diesen ganzen, ja, ihr wisst ja, das ist ja nichts krasses Neues, nur das Design ist so neu. Genau, ich habe schon mal eins geöffnet, leider nichts gezogen. Dann gibt es hier nochmal einen Meilenstein mit Übertragungspunkte, Zardes. Zardes ist nach meinem Wissen Free-to-Play, Wooly natürlich nicht. Aber Zardes sollte Free-to-Play machbar sein. Genau, und dann haben wir hier noch eine tägliche Quest, da könnt ihr auch nochmal euch Sachen erspielen. Hier gibt es diese B-Token, das heißt, dann könnt ihr immer hier die dann einsetzen. 4 Stück bekommt ihr dann da, das heißt, ihr könnt hier 4-mal öffnen. Und ja, vielleicht zieht man ja was Geiles, so eine Insignie wäre natürlich wild. Naja, ich würde sagen, wir gehen weiter jetzt zum Bonusfahrt, Freunde. Bonusfahrt ist, ja, natürlich, hier gibt es die Spieler. Hier gibt es auch nochmal die Bonusintensität, das läuft so ab. Ihr seht ja hier zum Beispiel jetzt den 94er Jetty. Ihr bräuchtet jetzt für den, um euch den abholen zu können, ja, 2 Intensitätssplitter, Bonus-Intensität, ja moin, was ein schwieriges Wort, bräuchte ihr 2 Stück und dann könntet ihr euch den erst abholen oder da könnt ihr das hier oben, besser gesagt, freischalten und dann müsst ihr halt nochmal Punkte da ausgeben. Genau, das ist halt hier mit denen, hier sind 3, hier sind dann 4 und hier hinten bei Pulisic und das ist halt normal im Fahrrad. Deswegen, ja, so ist es halt aufgebaut. Es ist halt, ja, ein bisschen verwirrend zuerst gewesen, aber man versteht es dann auch im Laufe auf jeden Fall. Und hier ist es so, Freunde, hier kann ich euch sagen, hier welche Spieler sind hier Free-to-Play? Ein 96er ist Free-to-Play, mehr leider nicht, Freunde. Hier mehr leider nicht, ein 99er ist nicht Free-to-Play, ein 100er ist auch nicht Free-to-Play, sondern hier ist nur ein 96er maximal Free-to-Play. Ich weiß noch nicht, wen ich mir genau holen werde. Mal gucken.
Eigentlich sind hier jetzt nicht solche Spiele dabei, wo ich sage, ja, die brauche ich unbedingt. Das ist dann halt einfach nur so nebenbei geholt. Ja, aber das ganze Event geht ja auch 21 Tage. Von daher, ja, ich werde schauen, vielleicht ein Minamino vorne, vielleicht ein Minamino. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen zum Retro-Stars-Kapitel. Freunde, hier gibt es das Retro-Stars-Kapitel mit unter anderem Fonzie Davis. Gio Reyna gibt es ja auch noch und David Endo. Gibt es schon geile Spieler, Freunde. Und hier kann ich euch sagen, hier ist leider nur ein 99er Free-to-Play. Ein 100er ist nicht Free-to-Play, ein 99er ist nur Free-to-Play. Ist sehr schade. Ich hätte mir vielleicht sogar einen David abholen können. Bei 101 brauchen wir jetzt gar nicht anfangen zu reden. Das geht sowieso nicht, aber ich hätte mir vielleicht einen David schon vorstellen können. Aber ja, nur ein 99er ist Free-to-Play und mal gucken, wen ich mir dann hier abholen werde. Vielleicht so ein Zimmermann oder Buchanna oder wie auch immer der heißt. Ja, also Freunde, welchen Spieler würdet ihr euch gerne holen? Schreibt es in die Kommentare. Dann haben wir natürlich noch einen Shop gibt es auf jeden Fall was. Shop gibt es auch auf jeden Fall Packs, Freunde, für eine Packs. Genau, es gibt hier einmal die 92 Plus Packs, wo man dann hier McKennie ziehen kann. Die gibt es aber nochmal in 95er Variante. 15 Euro kostet die. Wow, okay. Ja, auf jeden Fall, da kann man hier was öffnen. Ich könnte mir sogar das Fass mit den Gems holen, sehe ich gerade. Lol. Genau, und sonst halt hier die üblichen Splitter. Dann kann man sich hier vielleicht noch einen, ja, Son abholen. Son ziehen, wenn man Glück hat. Ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Son hat natürlich auch richtig geile Stats. Aber ob man den ziehen wird, ist eine andere Sache, Freunde. Ich denke ja nicht. Aber ja, das war es auch schon so vom Neo Knights Event. Wie gesagt, es ist ein ganz, ganz okay als Nebenbei-Event. Die Spieler sind jetzt zwar nicht so geil für mich. Es gibt ja noch Rivalries, gibt es ja jetzt hier die Dings, die La Liga-Spieler. Da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mir einen Rodrigo zu holen. Den möchte ich unbedingt haben, Freunde, weil der einfach nur lecker Schmecker ist. Den will ich haben, den möchte ich haben. Der wird für Sancho dann kommen, weil er einfach ein Upgrade zu Sancho ist, also noch ein bisschen besser ist als Sancho. Genau, das ist so mein Plan. Ansonsten, Freunde, soll es das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr euch gerne holen möchtet. Und ja, dann sehen wir uns morgen in einer frischen wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.